Personalmangel und Überlastung im gesamten Gesundheitssystem. Immer mehr Krankenhäuser schließen, wie beispielsweise in Essen oder in Holzminden. Demnach werden auch immer mehr Krankenhausbetten abgebaut. Operationen werden verschoben, es sind kaum Facharzttermine verfügbar und es gibt sogar inzwischen Lieferengpässe bei wichtigen Medikamenten, wie zum Beispiel Antibiotika. Ja, und was passiert eigentlich, wenn wir den Rettungsdienst rufen und keiner kommt? Was passiert denn dann, wenn wir mal Hilfe brauchen und keiner ist mehr da? Genau das ist in eines der besten Gesundheitssysteme der Welt nicht mehr ganz so unrealistisch. Dazu kommen wir später. Was ich damit sagen will, liebe Leute, wir haben ein Problem. Und zwar ein sehr großes. Und das sind heute ausnahmsweise mal nicht die ganzen Pflegekräfte, die auf TikTok während der Arbeitszeit livestreamen und dann von mir exposed werden. Dazu gibt es nächste Woche ein Update-Video und da kann ich euch raten, schnallt euch jetzt schon mal an und stellt euch den Timer, weil das wird wirklich wieder wild. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, denn wir müssen heute mal wieder über ein Thema sprechen, was uns potenziell alle betreffen kann und einige von euch sicherlich auch schon betroffen hat. Denn es geht in diesem Video um die katastrophalen Zustände in unserem Gesundheitssystem. Es geht um Versorgungsengpässe, um Krankenhausschließungen und um Rettungsdienste, die absolut am Limit sind. Und in manchen Fällen gar nicht mehr bzw. viel zu spät kommen. Dazu sprechen wir heute auch mit dem lieben Robert. Robert ist Rettungssanitäter und Content Creator und kann uns aus erster Hand berichten, wie prekär die Situation wirklich bei den Rettungsdiensten in Deutschland ist. Vorneweg wäre es natürlich sehr, sehr nice, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, um den Algorithmus zu pushen, denn mein Kanal kann selbstverständlich nicht nur aus Exposed-Fällen bestehen, auch wenn ich weiß, dass ihr es feiert, aber ich konstruiere die Fälle nicht, das sind alles reale Fälle und die kommen halt nicht jeden Tag zustande. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, habt ihr schon mal versucht, einen Facharzttermin zu bekommen? Wahrscheinlich schon. Und wenn ihr gesetzlich versichert seid, dauert es mitunter Wochen, bis ihr überhaupt mal einen Arzt zu Gesicht bekommt. Dabei ist es völlig egal, ob ihr mit Knieschmerzen zum Orthopäden müsst oder akut suizidale Gedanken habt und dringend psychologische Hilfe braucht. In Deutschland wartest du mitunter 4 bis 6 Wochen, wenn nicht sogar länger, auf einen Facharzttermin. Dabei sind in Deutschland auch besonders die psychischen Erkrankungen weiter auf dem Vormarsch, zum Beispiel Erkrankungen wie Depression, was unter anderem auch noch eine Auswirkung der Corona-Pandemie ist. Laut einer Studie der Bundespsychotherapeutenkammer warten Patienten im Schnitt 142,5 Tage nach einem Erstgespräch mit einem Psychologen auf den eigentlichen Therapiebeginn. Dabei wartet man ja auf das Erstgespräch auch schon mehrere Wochen und viele Patienten gehen, beispielsweise aufgrund von Scham- oder Angstgefühlen, gar nicht erst zum Arzt. Scham spielt leider eine sehr, sehr große Rolle bei vielen Erkrankungsbildern, wo die Patienten eher den Gang zum Arzt vermeiden wollen. Dabei bin ich der Meinung, dass wir uns besonders für gesundheitliche Belange absolut nicht schämen müssen. Kurzer Cut an dieser Stelle, liebe Leute, denn jetzt kommt etwas, was euch alle betreffen kann, also Ohrenspitzen und Abfahrt. Wofür man sich nämlich auch nicht schämen muss, ist für seine Privatsphäre im Internet, die mir besonders wichtig ist und ich euch deshalb CyberGhost empfehlen kann, den Partner des heutigen Videos. Denn CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Sicherheits- bzw. Privatsphäre-Branche und hat mehr als 38 Millionen zufriedene Nutzer und ist dabei noch sehr gut bei Trustpilot bewertet. VPNs sind virtuelle private Netzwerke, die deine IP-Adresse verbergen, deine Daten verschlüsseln und durch einen sicheren VPN-Tunnel leiten. Dabei ist die Software von CyberGhost mit beliebten Streaming-Diensten von zum Beispiel Netflix, Amazon Prime oder Disney kompatibel, wodurch du uneingeschränkten Zugriff auf deine Lieblingsinhalte hast, völlig egal auf welchen Teil der Erde du dich gerade befindest. Die über 11.000 Server in über 100 Ländern sorgen für eine stabile und sichere VPN-Verbindung. Es gibt übrigens Apps für alle wichtigen Plattformen, unter anderem natürlich für Windows, Android, Mac, iOS oder auch für Spielekonsolen, wobei ihr mit einem einzigen VPN-Abo gleich 7 Endgeräte koppeln könnt. Und das alles kannst du risikofrei einmal austesten, denn es gibt einen 24/7-Support und sogar eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie, also da kann man wirklich nichts falsch machen. Besonders an CyberGhost gefällt mir die benutzerfreundliche Oberfläche, für die ihr nicht mal Erfahrung braucht. Wenn du genau wie ich zum Beispiel Fan von The Fast and the Furious Tokyo Drift bist, das aber nicht sehen kannst, verbinde dich einfach mit einem US-Server und genieße den Film. Das Beste wie immer zum Schluss, Leute. Mit meinem Link könnt ihr aktuell unfassbare 83% auf euer Abo sparen und seid somit gerade mal bei 2,03 € im Monat. Alle Informationen sind wie immer in der Videobeschreibung und in den Kommentaren fixiert und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Wie ihr dem Intro entnehmen konntet, gibt es in Deutschland im Gesundheitssystem einige Großbaustellen, die uns vielleicht alle mal betreffen können oder vielleicht einige von euch schon betroffen haben, worüber es sich jetzt definitiv einmal lohnt zu sprechen. Da ich allerdings nicht jedes dieser Themen in einem Video unterbringen kann, habe ich dieses Video in 3 Kapitel unterteilt, die ich am wichtigsten
wichtigsten finde. Erstens, Personalmangel in den Krankenhäusern. Mit all den Konsequenzen, nicht nur für die Patienten, sondern auch für das Personal. Zweitens, die Situation im Rettungsdienst. In meinen Augen eine total unterschätzte Gefahr, vor allen Dingen dann, wenn wir schnell Hilfe brauchen und letztendlich keiner kommt. Drittens, Abbau der Versorgungskapazität und Schließungen von Krankenhäusern und anderen Einrichtungen. Wenn ihr wollt, dass ich das Thema vielleicht doch nochmal ausführlicher beleuchte, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das wird dann allerdings ein Video mit Spielfilmlänge, aber jetzt fangen wir erstmal an. Personalmangel in Krankenhäusern. Jetzt stellt euch vor, ihr seid schwer krank. Ihr braucht dringend medizinische Hilfe und werdet in ein Krankenhaus eingewiesen. Und weil ihr Schmerzen habt, klingelt ihr dann mit der Notfallklingel, weil ihr die Hoffnung habt, dass dann schnell Hilfe kommt und so eure Schmerzen gelindert werden können. Das sollte in der Regel auch so sein, aber mitunter dauert es doch sehr, sehr lange, bis einer kommt. Manchmal können Minuten, im schlimmsten Fall sogar Stunden vergehen, bis irgendwann mal einer nach euch schauen geht. Denn in Deutschland ist eine Pflegekraft im Schnitt auf 13 Patienten zu rechnen, was meiner Erfahrung nach noch deutlich schlimmer ist. Denn teilweise hat man im Nachtdienst bis zu 40 oder noch mehr Patienten zu versorgen. Der Personalmangel in deutschen Krankenhäusern ist so fatal, dass nicht nur die Patienten das ein oder andere Mal länger warten müssen, sondern auch, dass durch den Mangel ganze Abläufe behindert werden. Operationen müssen verschoben werden, Betten oder ganze Krankenhäuser schließen und wichtige Therapien, unter anderem auch Chemotherapien, müssen auf die lange Bank geschoben werden, weil schlicht und ergreifend kein Personal da ist, was sich um euch kümmern kann. Letztendlich können einige Kliniken durch den Abbau der Versorgungskapazität nicht mehr wirtschaftlich arbeiten, was im Umkehrschluss zu Schließungen und zu Insolvenzen führt. Und das ist besonders deshalb paradox, weil wir diese Versorgungskapazitäten eigentlich bräuchten, da der demografische Wandel und vor allen Dingen der medizinische Fortschritt dazu führt, dass die Patienten immer älter und vor allen Dingen pflegebedürftiger werden. Hinzu kommt, dass die Arbeitsbelastung in den Krankenhäusern enorm ist, sodass der Krankenstand unter Pflegekräften auch auffällig hoch ist, was wiederum schlecht für die eh schon dünne Personaldecke ist. Es kommt im Übrigen auch nicht selten vor, dass sich die Notaufnahmen einer Klinik von dem Versorgungsplan abmelden müssen. Das heißt, der Rettungsdienst, der einen Patienten bringt, kann den Patienten dann nicht in dieses Krankenhaus bringen, weil dort einfach kein Personal und keine Betten vorhanden sind und muss dann meinetwegen ein Krankenhaus anfahren, was 50, 60, 70 Kilometer entfernt ist. Und das gestaltet sich in der Realität manchmal wirklich sehr, sehr schwierig. Rettungsdienste kommen zu spät. Denn was passiert eigentlich, wenn du mal dringend Hilfe brauchst und den Rettungsdienst rufst und die Kollegen kommen zu spät? Oder mitunter gar nicht. Besonders für Rettungsdienste zählt jede Minute, doch das kann leider nicht immer eingehalten werden. Allein das ist schon dramatisch genug, klingt aber laut einer aktuellen Berichterstattung der Tagesschau noch viel schlimmer. Für Rettungsdienste im Einsatz zählt eigentlich jede Minute. Oft geht es um Leben oder Tod. Doch immer öfter können sie die staatlich vorgegebenen Zeiten nicht einhalten. Ein Einsatz am Abend. Eine Frau ist bei ihrem Hausarzt zusammengebrochen. Herzrasen, der Puls über 180. Mit Blaulicht und so schnell wie möglich fährt Notfallsanitäter Markus Wagner los. Eine Sorge schwingt jedoch immer mit, auch jetzt, während eines Einsatzes. Hoffentlich kommt kein zweiter Notruf. Denn Wagner fährt in der niederbayerischen Gemeinde Schöffweg das einzige Fahrzeug im Umkreis. Ein Fahrzeug für drei Landkreise mit 80.000 Menschen. Wenn ein zweiter Anruf kommt, muss ein Team aus der Rettungsstelle des Nachbarbezirks einspringen. Dann gibt es keine Chance, die 12-Minuten-Frist einzuhalten. Eine Auswertung des Rettungsdienstberichtes 2022 zeigt, immer weniger Rettungswagen können diese Zeiten einhalten. Und dem Bericht zufolge sinkt die 12-Minuten-Frist stetig weiter ab. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand beispielsweise ohne Reanimation kann man bereits nach 10 Minuten schon sicher von einem Hirntod ausgehen. Hinzu kommt hier beim Rettungsdienst sicherlich auch der Personalnotstand und was für mich wirklich unbegreiflich ist, eine unzureichende Ausbildungskapazität. Es gibt quasi genug Bewerber, aber nicht ausreichend Ausbildungsplätze. Und das kann ja halt auch echt irgendwie nicht sein. Zu dieser Thematik habe ich auch den lieben Robert befragt. Was er von der Situation im Rettungsdienst denkt und wie er die Situation einschätzt, das hat er uns hier einmal erzählt. Der eine oder andere von euch will mich wahrscheinlich bereits schon kennen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Robert, ich bin Notfallsanitäter und als Rettungsdienstler Teil des Gesundheitssystems. Die mittlerweile chronisch gewordenen Probleme im Gesundheitssystem, die die Pflege schon seit Jahren plagen, wie Personalmangel, haben ebenfalls auf uns Auswirkungen. Im Falle von Personalmangel heißt es für uns als Rettungsdienstler, Rettungswegen bleiben teilweise stehen. Die dürfen gar nicht rausfahren, wenn das dementsprechende Personal nicht darauf verlastet ist. Und das heißt im Umkehrschluss für euch als Patienten teilweise längere Wartezeiten, bis ein Rettungswagen da ist. Dementsprechend kommt erschwerend hinzu, dass wir von Jahr zu Jahr zunehmend mehr Einsätze haben. Diese Einsätze lassen sich zum Teil darauf zurückführen, dass eben Hausärzte nicht genug Kapazitäten haben und die Patienten nicht versorgen können. Oder dass es Ärzte hier bereits
Notarztdienst gerne zum Patienten rausfährt und doch lieber die 112 dahin schickt. Geht ja schneller. Aber in den meisten Fällen könnt ihr als Patienten nichts dafür. Das ist ein systemisches Problem. Nun, wir haben unseren Patienten aufgenommen, der einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt leidet und wir müssen in ein Krankenhaus. Da kommt das nächste Problem auf. Abgemeldete Kliniken sorgen dafür, dass wir weite Strecken in Kauf nehmen müssen und im Umkehrschluss ihr als Patienten. Wir können euch als Patienten nämlich in keine Klinik übergeben, wo niemand da ist, der diesen Patienten halt entgegennehmen kann. Das heißt, wir müssen weiter und weiter und weiter fahren, bis wir eben ein geeignetes Krankenhaus für euch finden. Unter Umständen kann das sein, dass Nervenzellen zugrunde gehen oder Herzzellen zugrunde gehen. Also kurz gesagt, der Weg bis zu der definitiven Versorgung sich verlängert. Leider muss man sagen, dass die prekäre Situation im Rettungsdienst und auch im Krankenhaus selbst von dem Abbau der Versorgungskapazitäten noch zusätzlich verstärkt wird. So schließen regelmäßig ganze Krankenhäuser oder Krankenhausbetten, was leider oft eine finanzielle Entscheidung ist. Und das hat in der Vergangenheit auch besonders Kinderkliniken getroffen, von denen es ja ohnehin schon nicht ausreichend gibt. Kritiker befürchten, dass besonders die Versorgung auf dem Land durch den Abbau der Versorgungsstrukturen weiter gefährdet wird, wo es ja ohnehin mit der fachärztlichen Versorgung und der Krankenhausversorgung nicht besonders gut aussieht. Ja, und das, meine Freunde, ist gerade erst der Anfang, denn das ZDF berichtete vor einigen Tagen, dass die sogenannte Babyboomer-Generation zunehmend vom Arbeitsmarkt ausscheidet. Das wird natürlich auch die Personaldecken im Rettungsdienst und auch im Krankenhaus besonders treffen. Allgemein spielt Geld leider eine sehr große Rolle in unserem Gesundheitssystem. Vor allen Dingen die Privatisierung der Krankenhäuser führt letztendlich dazu, dass eher das Geld, also die finanziellen Mittel im Vordergrund stehen und nicht, wie es eigentlich sein sollte, der Patient. Und jetzt seid ihr dran, liebe Leute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal vom Personalmangel im Gesundheitswesen betroffen wart, beziehungsweise wie sehr sich das auch auf euer Leben auswirkt. Vergesst auch auf gar keinen Fall CyberGhost VPN abzuchecken. Link dazu ist in der Videobeschreibung und in den angepinnten Kommentaren. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video und tschö.